ersten Qualifying sind wir jetzt live zurück zur nächsten Runde, wo die besten 12 Fahrer des freien Trainings und des ersten Qualifyings gegeneinander antreten. Sich was in der Box. Die Mechaniker bereiten das Bike vor und der Fahrer sieht sehr konzentriert aus. Schauen wir mal, ob er seine Zeit verbessern kann.
Blick in die Boxengasse, wo das Team seinen Fahrer erwartet. Die letzten Handgriffe an Anzug und Helm, dann geht es auch schon los. Die Mechaniker waren in den letzten Minuten sehr aktiv. Vielleicht können wir ja den Effekt ihrer Modifikationen Damit endet das zweite Qualifying. Jetzt wissen wir, welche Startpositionen die Fahrer morgen im Grand Prix einnehmen werden.